Ja, liebe Leute, heute geht es um Süßigkeiten oder eigentlich um Kombinatorik oder noch eigentlicher um die Formel für die Binomialverteilung. Und wer die Formel einfach nur so hinnehmen will, wie sie ist, ohne sie zu verstehen, kann dieses Video getrost auslassen. Wer die Formel verstehen will, bekommt hier einige Grundlagen dazu. Es dreht sich zunächst mal darum, wir haben hier sechs verschiedene Süßigkeiten und oh, was sehe ich da? Marzipan. Das geht ja schon mal gar nicht. Also, wir haben hier fünf Süßigkeiten. Und Marzipan, herrlich. Und es dreht sich jetzt mal darum, auf wie viele verschiedene Arten kann man denn diese fünf anordnen? Also, wie viele verschiedene Reihenfolgen haben wir hier? Und die Antwort ist, glaube ich, bekannt. Die Anzahl der möglichen Anordnungen oder Permutationen, wie es auch heißt, ist 5 faktorielle. Also 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 sind insgesamt 120 Möglichkeiten. Wir nennen die Anzahl von diesen Süßigkeiten einfach n. Also wir sagen mal, dass n ist bei uns 5. Und eigentlich geht es jetzt um eine andere Frage, nämlich auf wie viele Arten kann ich von diesen 5 Süßigkeiten eine bestimmte Anzahl, sagen wir mal 2 Stück, auswählen. Also zum Beispiel, ich nehme diese beiden Stücke raus oder ich nehme diese beiden Stücke raus. Die Reihenfolge soll dabei egal sein. Das heißt, es soll egal sein, ob ich zuerst Edelvollmilch und Knusperkeks nehme oder zuerst Knusperkeks und dann Edelvollmilch, das soll mir egal sein. Also das zähle ich sozusagen als eine Möglichkeit. Ja, und ich kann das Beispiel ein bisschen anders umformulieren. Ich sage einfach, ich mache hier so einen Trennstrich und jetzt habe ich ja 120 Möglichkeiten, wie ich diese 5 hier anordnen kann. Ja, 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und immer die 2, die hier ganz links liegen, das sind eben die 2, die ich aussuche. Und damit habe ich dann alle Möglichkeiten. Ja, gut, jetzt wissen wir, wir haben insgesamt 120 Möglichkeiten, weil wir müssen ja das rechnen, n faktorielle. Ja, das n ist 5, also 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ja, jetzt habe ich da aber einige Möglichkeiten zu viel. Weil mich interessieren ja gar nicht alle Möglichkeiten, die es gibt, diese 5 quadratischen Dinger hier anzuordnen. Zum Beispiel ist mir völlig egal, ob diese beiden hier so liegen oder ob sie so liegen. Das ist für mich dasselbe. Ich habe auf jeden Fall diese beiden ausgewählt. Ja, also es könnte zuerst Knusperkeks und dann Edelvollmilch liegen oder umgekehrt. Das ist für mich eine Möglichkeit. Das bedeutet, ich muss hier sozusagen diese Möglichkeiten, die ich zu viel habe, einfach wieder reduzieren. Naja, und ich kann 2 verschiedene Dinge auf 2 faktorielle verschiedene Arten anordnen. Das müssen ja nicht 2 sein, das können auch mehr sein. Also wenn hier 5 liegen würden, ich würde zum Beispiel aus 15 5 auswählen, dann wäre mir ganz egal, in welcher Reihenfolge diese Dinger hier liegen. Und dann habe ich das eben zu viel. Ich nenne die Anzahl der Objekte, die ich auswählen will, nenne ich jetzt mal k. Ja, das k ist bei mir 2. Und damit ich hier nicht zu viele Möglichkeiten nehme, muss ich jetzt einmal durch diese k-Faktorielle dividieren. Weil genau das hätte ich ja dann vervielfacht, wenn ich die Reihenfolge hier beachten würde. Aber wie gesagt, die Reihenfolge ist mir egal. Ich kann die beliebig anordnen und zähle das trotzdem alles als 1. Ja, jetzt ist mir aber nicht nur die Reihenfolge von diesen beiden hier egal, sondern erst recht ist mir die Reihenfolge von diesen egal, die da noch überbleiben. In meinem Fall wären das 3 und es ist mir völlig egal, wie die liegen. Hauptsache, ich habe die beiden hier ausgewählt. Ja, und der Rest ist mir eigentlich völlig egal. Naja, und wie viele Möglichkeiten habe ich, um die hier verschieden anzuordnen? Naja, das sind 3 mal 2 mal 1, also 3 faktorielle.
Ja, und jetzt muss ich genauso durch diese 3 Faktorielle da dividieren. Wie komme ich da allgemein dazu? Na, wie bin ich da auf die 3 gekommen? Ich habe insgesamt 5. Von den 5 wähle ich 2 aus. Also bleiben mir 3 über. Das ist ja die Differenz. Das ist das, was jetzt von den n Objekten noch überbleibt, also n minus k, und die kann ich wieder beliebig anordnen und die sind mir sozusagen auch egal. Ja, und das hier, das ist jetzt meine Formel, um die sich's dreht. Mit dieser Formel kann ich mir ausrechnen, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass ich von n Objekten k Objekte auswähle. Also bei unserem Beispiel wäre das 5 Faktorielle durch 2 Faktorielle mal, naja, 5 minus 2, ich könnte auch gleich 3 hinschreiben, das ist mir eh klar, Faktorielle. Und dass man nicht immer so eine lange Formel aufschreiben muss, hat man dafür eine Abkürzung gefunden. Man nennt das Ganze auch 5 über 2 oder allgemein sagt man auch dazu n über k. Also das ist jetzt sozusagen die Erklärung dafür, wie ich auf diese Formel komme. Und noch einmal zur Erklärung, diese Formel rechnet aus, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus insgesamt n Objekten k Objekte auszuwählen, wobei mir die Reihenfolge egal ist, wie ich sie auswähle. Kleine Randbemerkung noch zum Schluss. Am Taschenrechner tippe ich das ein, n und dann ncr, ja, schlecht geschrieben, ncrk. Ja, also die Taste am Taschenrechner heißt ncr. Gut, das war's auch schon.